Liebe Damen und Herren, ab jetzt gibt es den wöchentlichen Achtsamkeitstipps on Tee. Und zwar von mir. Mein Name ist Nadja Malet, ich bin Kabarettistin und Trainerin und total begeistert von Mindfulness. Denn wer wünscht sich nicht, ein bisschen fokussierter und entspannter zu sein? Und hier mein Achtsamkeitstipp für Sie. Eine kleine, feine Übung, die man super leicht in den Alltag integrieren kann und die das eigene Wohlbefinden deutlich erhöht. Und zwar die 5 Fingerübung. 5 Finger, hat man schnell mal dabei, das ist jetzt kein Organisationsaufwand. Also machen Sie sich anhand der 5 Finger Ihrer Hand bewusst, wofür Sie rückblickend auf den heutigen Tag dankbar sind. Ja, 5 Dinge. Was war heute gut? Wofür bin ich dankbar? Ich meine, von morgens bis abends grantig sein und jammern, das macht psychisch und körperlich krank. Ich weiß, es sind Bad News für alle Wiener, aber man kann die Welt nicht besser meckern. Wer sich für Dankbarkeit anstelle des Jammerns entscheidet, der fördert nicht nur das eigene Glück, sondern langfristig auch die eigene Gesundheit. Oh ja, um die eigene Dankbarkeit angemessen auszudrücken, bräuchte man eigentlich 1000 Merci-Schachtel oder eben eine kleine Dankbarkeitsmeditation. Ja, die Gehirnforschung bestätigt das tatsächlich. Dankbarkeit steigert innerhalb von kürzester Zeit das persönliche Wohlbefinden und langfristig die Vitalität. Sie ist im Gehirn als eigenständige Emotion erkennbar und messbar. Sie gilt also als eine der effektivsten Emotionen gegen psychische Erkrankungen und man ist weniger anfällig für Schlafstörungen. Und deshalb macht man diese Übung tatsächlich am besten vor dem Einschlafen. Ja, vor dem Einschlafen. 5 Dinge. Wofür bin ich heute dankbar? Ja, eine schöne Begegnung, dass ich gesund bin. Ma, die Palatschinken von der Oma. Das können ganz banale Dinge sein. Ja, Selbstverständlichkeiten, die eigentlich gar nicht selbstverständlich sind. Weil ein gutes Essen und eine Oma und Palatschinken, das ist keineswegs selbstverständlich. Sie werden entspannt und glücklich ins Träumeland hinübergleiten und es ist deutlich empfehlenswerter, als sich kurz vorm Einschlafen brutale Videospiele reinzuziehen. Mortal Kombat, wo man am Ende des Tages geschwind noch ein paar Gliedmaßen ausreißt und ein paar Gesichter mit Säure übergießt. Juhu, danach schläft man eher nicht mit kuscheligem Wohlbefinden ein. Aber gut, wenn es unbedingt sein muss, dann eben nach Mortal Kombat unbedingt noch die 5-Finger-Übung machen. Es hilft, sich bewusst zu machen, wie viel Glück man am Ende des Tages dann doch hat. Und ja, jetzt kommt vielleicht der ein oder andere Einwand. Ich bin Holzfäller, ich kann die Übung nicht machen, ich habe nur 4 Finger. Da würde ich sagen, wurscht, besser 4-mal dankbar als gar nicht. Ja, ich mache diese Übung wirklich jeden Abend. Und ich kann Ihnen versichern, es tut wirklich gut, mit einem positiven Gefühl einzuschlafen und total entspannt. Probieren Sie es. Probieren Sie es die Woche mal aus, ist ja kein Zeitaufwand. Beobachten Sie, wie es Ihnen damit geht. Einfach mal ausprobieren. Und bedenken Sie, niemand ist perfekt. Je größer der Dachschaden, desto freier der Blick auf die Sterne. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie achtsam. Namaste.